Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht kommt euch dieses Bild aus meinem letzten Video ein bisschen bekannt vor. Ja, wir befinden uns gerade wieder im Büro und ja, ich stehe vor allen aussortierten Sachen. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, worum es geht, dann habt ihr wahrscheinlich mein letztes Video nicht gesehen. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox. Denn Julian und ich haben ganz radikal unsere Kleiderschränke aussortiert und werden das jetzt alles verscherbeln. Mithilfe von der lieben Bunny. Verkaufen und der Gewinn... Du musst auch fair sein, also wahrscheinlich wird alles die Wanni machen. Ja, das stimmt. Wir haben die Vorarbeit geleistet, jetzt ist Wannis Zeit. Der Gewinn, der dabei rauskommt, den werden wir spenden. Und das werden wir auch alles in diesem Video noch begleiten. Also es wird, glaube ich, sehr spannend. Wir sind jetzt gerade ins Büro gefahren. Gestern haben wir das Video hier abgedreht. Und jetzt geht es los. Wir müssen die Sachen sortieren, nochmal gucken, ob irgendwas dabei ist, was wir nicht verkaufen können, weil da Flecken drin sind, die nicht mehr rausgehen. Dann müssen wir Preise natürlich raussuchen und festlegen. Und die Wanni wird dann alles online stellen. Ich freue mich mega auf das Projekt. Ich bin ultra gespannt. Ich kann euch ja jetzt mal hier einblenden, was Julian und ich in dem letzten Video geschätzt haben, was wir glauben, was wir an Gewinn rausholen. Und dann gucken wir am Ende mal, wer näher dran war und ob wir das vielleicht sogar toppen können. So sieht die Situation jetzt aus. Das sind alle Sachen, die verkauft wurden. Ich werde mir gleich noch aufschreiben, wie viele Pakete ich von welcher Größe brauche, damit ich die ganzen Sachen morgen verpacken und zur Post bringen kann. So, ich bin gerade im Büro angekommen. Ich war gerade in einem Schreibwarenladen Kartons kaufen und die armen Angestellten mussten den ganzen Laden absuchen, weil es nicht mehr genug Kartons gab und mein ganzes Auto und mein kompletter Kofferraum sind komplett voll mit Kartons. Das sind alles komplett Kartons. Wir sind jetzt fertig. Wir haben alle Pakete eingepackt. Das hat auch Gott sei Dank alles gepasst, wie ich mir das gedacht habe. Den fertigen Berg zeige ich euch dann jetzt mal. Ach du Scheiße! Oh, sind das alles Pakete? Ja, das sind alles Pakete. Das sieht aus, als hätten wir einen eigenen Shop oder so. Wie viele Pakete sind das? Das sind 86 Pakete. Boah, voll schön verpackt alle. Ey, wie lange wart ihr damit beschäftigt? Oh Mann, Leute, wir wollten gerade ins Büro fahren, weil die ganzen Pakete jetzt gepackt sind. Wir treffen uns jetzt gleich mit der Wanni und wollten die letzten Sachen fertig machen und die Pakete dann natürlich auch alle zur Post bringen. Und wir wollten hier schon mal ein paar Aufnahmen für euch machen und jetzt stehen wir vorm Büro. Und uns ist aufgefallen, dass wir überhaupt keinen Schlüssel mehr haben, weil wir den nämlich der Wanni gegeben haben. Und die kommt aber leider erst in einer halben Stunde ungefähr. Das ist so eine dämliche Aktion. Wieso haben wir darüber nicht nachgedacht? Wanni, ich glaube, dann macht ihr irgendwas. Boah, das wäre so creepy. Öffnen Sie bitte die Tür. Ich wünsche mir einfach, dass keiner die Tür aufmacht. Ja. Wir haben alle Pakete neben uns stehen. Und es sind eine Menge Pakete geworden. Und... Boah, stell mal vor, ich werde jetzt gegengeknallt, alles wäre umgekippt. Ach du Scheiße. Wir haben das mit Mühe und Not super schön aufeinander gestapelt für diese Aufnahme. Ein paar Sachen haben wir nicht verkauft. Da haben wir ja schon gesagt, dass wir die so separat dann einfach spenden werden. Es wurde alles verkauft, aber wir haben ein paar Sachen nicht reingestellt. Genau, das meine ich. Das musst du vielleicht auch nochmal sagen, wie krass das war. Wir wollten das ursprünglich eigentlich anders verkaufen, als wir es jetzt gemacht haben. Nur leider haben wir da Probleme gehabt, sind auf der Seite immer sofort gesperrt worden, weil wir, glaube ich, einfach zu viel auf einmal reingestellt haben. Und das hat alles vorne und hinten nicht funktioniert. Und dann haben wir uns für eine andere Plattform entschieden und haben dann... Wannis Account genutzt. Wannis Account genutzt und deswegen habe ich dann auch mal ganz kurz, damit es jetzt nicht Tage und Wochen dauert, bis eben die ganzen Produkte verkauft sind und ich euch sofort ein Ergebnis liefern kann, das Ganze für wenige Minuten in meiner Insta-Story gepostet. Und dann krass. Waren auch schon alle 127 Artikel hatten wir drin. Die sind dann einfach flups. Also ich glaube, innerhalb von 10 Minuten waren knapp 100 weg. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler. Ich habe aktualisiert und dann war da plötzlich nur noch 10 oder 20 Produkte. Ich dachte so, hä? Das kann doch nicht sein. Es hat auf jeden Fall mega cool geklappt. Auch danke an euch natürlich, dass ihr die Aktion unterstützt habt und somit auch ein soziales Projekt. Denn all das Geld wird natürlich gespendet, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Ja, und jetzt haben wir ein Problem und zwar müssen wir alle zur Post. Und zwar haben wir drei verschiedene Versandunternehmen, nennen wir das so. Ja. Sollen wir die Wanni mal dazu holen? Dann stellen wir ihr mal ein paar Fragen und dann rechnen wir mal ab, wie viel Geld wir hier Gewinn gemacht haben. Jetzt bin ich gespannt. Wir wollen zahlen.
Pakete-Talk-Runde machen. Machen wir Paketen. Boah, ich habe aber richtig Bock auf so eine Talk-Runde. Da lade ich mal Leute ein, kann die interviewen. Ja, ich würde ein Dislike geben. Oh. Erstmal als allererstes fragen, wie viele Stunden hast du jetzt insgesamt für dieses Hack-Mack hier gebraucht? Sie hat alle Sachen mitgeholfen zu sortieren. Dann hat sie überall die Originalpreise rausgesucht, damit wir faire Preise machen können. Dann hat sie alle Sachen eingestellt, fotografiert dafür natürlich. Ganz kurz, der Leo hat eine Fernbedienung in der Hand, hat gerade den Fernseher angemacht. Ja, weiter. Unfassbar schlaues Kind. Die ganzen Kaufabwicklungen, die ganzen Sachen zugeordnet, die ganzen Versandscheine, Pakete gekauft und Pakete gepackt. Arschgeile Nummer. Starke Leistung. Ja. Okay, wie viele Stunden hast du beschäftigt? 32. Nein! Ich kotze im Strahl. Da lässt der Leo erstmal die Fernbedienung fallen. Wer soll denn das bezahlen? Tja. Die Kosten, die für die Wanni entstanden sind, die werden natürlich nicht davon abgezogen, die tragen wir. Aber jetzt kommt die spannendste Frage, oder Bibi? Was hattest du nochmal geschätzt? Ja, ich habe irgendwas um die 600 gesagt. Und ich habe um die 400, ne? Ja. Also, danke, Leo. Was? Abzüglich aller Kosten für die Pakete und den Versand. Das ist 938 Euro. Das ist ja geil. Guck mal, wie krass. Krass. Boah, das fast 1000 Euro. Dafür, dass wir einfach mal kurz randommäßig unseren Schrank aussortiert haben. Boah, ist das geil. Einfach fast 1000 Euro. Dabei wird es aber nicht bleiben, sondern Julian und ich dachten uns, wir möchten noch etwas dazu geben. Und deswegen werden wir diesen Betrag verdoppeln. Yeah. Und somit sind wir auf 1876 Euro. Dann sind bei dieser spontan entstandenen Aktion jetzt einfach 2000 Euro fast umgekommen. Knapp 2000. Sollen wir nicht einfach auf 2000? Machen wir die 2 voll. Machen wir die 2000 voll. Wir machen jetzt voll. Wir haben gesagt, wir verdoppeln, aber ich will jetzt eine gerade Zahl haben. Wir machen 2000 voll. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Pakete ins Auto tragen. Erstmal die ganzen Pakete ins Auto tragen und verschicken. Aber gebt unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr die Aktion genauso sehr feiert. Vanita. Ja. Ich will das hier. Nein, Juli, bitte tu's nicht. Der hängt ein Bild an der Wand. So, mal sehen, wer im Aufzug ist. Ach, hi. Mach's gut, man sieht sich. Die Pakete hier müssen in das Auto. Und die die auch? Nein, dieser Stapel ist von mir. Ah, oder der gehört noch da. Ja. Und die Pakete hier müssen in unser Auto. Das ist ein bisschen unfair, aber es hat folgenden Grund, weil wir leider ganz schnell los müssen. Ganz ehrlich, guck mal, du packst ein Paket hier. Ein Paket hinten rein, das Ding ist schon halb voll. Du glaubst, das passt? Ich glaube, das passt. Boah, bitte schreibt, drückt jetzt Pause und schreibt in die Kommentare. Alles das, was ihr jetzt an Paketen auf der Kamera habt, behauptet sie, kriegt sie in ihr kleines weißes Auto. Wir haben tatsächlich alle da reinbekommen. Gut, der Wagen ist jetzt auch gefüllt, ja, möchte ich mal behaupten. Aber ey, hier hätte noch mehr reingepasst. Vielleicht richtiger Jackpot, weil ich eigentlich gerade den Leo und den Julian nach Hause bringen wollte, damit der Leo Mittagsschlaf machen kann. Jetzt hält. Ist genau vor er uns hält. Ist das ein Postauto. Ein Postauto und manchmal nehmen die Pakete an. Wir haben den ganzen Kofferraum voll. Ich halte jetzt auch mal hier und halt einfach. Ja. Boah, jetzt wird es peinlich. Ist genau neben uns. Warte, ich switch mal um. Da. Der muss unsere Pakete annehmen. Bibi fragt jetzt, ob der die Pakete mitnehmen kann. Was wäre das für ein Jackpot? Klappt das? Bibi, du musst ihm auf jeden Fall was geben dafür. Kranke Scheiße, soll ich dir helfen? Der nimmt die alle an. Der nimmt die einfach an. Der Arme, der bereut, glaube ich, gerade richtig heftig, dass er es angenommen hat. Krassester Jackpot überhaupt. Das wäre jetzt ihre Aufgabe gewesen, die wegzubringen. Wie kann ein Mensch so viel Glück in seinem Leben haben? Vor allem, kannst du mir das erzählen? Der hat mir die Versandetiketten ausgedruckt und klebt das so drauf und sagt so tschö. Und dann ruft er mich zurück und meinte, Moment, da kommen noch mehr Etiketten raus. Und meinte, also sowas hatte ich auch noch nicht. Echt? Aber der hat das einfach, das ist ja auch voll der Akt für ihn, ne? Ich habe zweimal gefragt, ob es okay ist. Ich habe auch gesagt, es sind über 20 Pakete. Und meinte, ja, ja, das ist kein Problem. Boah, mega Bianca, lieb. Was für ein Glück. Keine Ahnung. Sie muss jetzt einfach gleich nicht mehr, bei der Post bei uns muss man sich mindestens immer eine Viertelstunde anstellen. Ja, die stehen immer bis draußen auf die Straße. Teilweise, so wir standen krass. Da sogar schon mal eine halbe Stunde. Ja. Weißt, boah, das hat uns jetzt echt was abgenommen. Ne? Boah, das hat uns hat er sich gefreut. So wir haben viel Arbeit erspart. Konntest du ein bisschen mitfüllen? Ja, ich konnte ein bisschen, wir haben ihm natürlich auch was dafür gegeben. Ja. Hat er sich gefreut? Voll, der hat damit auch gar nicht gerechnet. Geil. Hallo Vanni. Wollte dir nur kurz was sagen und dich eifersüchtig machen. Der Postbote war bei uns mit seinem DHL-Auto und der hat die einfach freundlicherweise alle mitgenommen. Ich hasse euch. Wie viel Glück kann man bitte haben? Ja, das frage ich mich auch gerade. Die ist richtig abgefuckt, die Vanni.
So, ihr Lieben, das Projekt ist abgeschlossen und ich komme jetzt auch dazu, euch mal zu erzählen, was mit dem Geld passieren wird, denn ich glaube, da warten bestimmt auch schon einige drauf. Ich habe euch bezüglich dieses Themas auch in Insta-Story gefragt und eine Umfrage gemacht, weil ich auch wissen wollte, was würdet ihr mit dem Geld machen? Und natürlich waren ganz viele geteilte Meinungen da. Es gibt so viele unendlich tolle Projekte, die man unterstützen kann. Und aus dem Grund haben wir auch gesagt, wir möchten gerne nicht nur eins, sondern zwei Sachen unterstützen, werden das Geld in 2x1.000 Euro splitten. Super viele von euch haben geschrieben, dass sie Tiere unterstützen würden und haben alles Mögliche an Vorschlägen gemacht. Und wir haben uns das jetzt überlegt und haben gesagt, okay, das ist eigentlich eine super coole Idee. Und wir werden ein Tierheim hier in Köln-Delbrück unterstützen mit 1000 Euro. Alle Informationen auch zu der anderen Stiftung, die ich gleich nennen werde, packe ich euch mal in die Infobox. Ein paar Grunddaten. Da werden jährlich über 850 Hunde aufgenommen und über 600 Katzen und ganz, ganz viele Kleintiere, die da kurzfristig, hoffentlich nur kurzfristig ein Zuhause finden. Die werden dann natürlich umsorgt, auch medizinisch. Da ist immer eine 24-Stunden-Besetzung, damit auch in Notfällen sofort gehandelt werden kann. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass die auch eine Beratung anbieten, was Tierhaltung, Tierpflege und sowas angeht und einfach die Aufklärung da an der Stelle auch ein bisschen stattfindet. Das finde ich ganz, ganz toll und wir möchten dahin einmal 1000 Euro spenden. Und die zweite Organisation, die kennt ihr vielleicht von mir sogar schon, denn als wir bei dem Quizduell waren, in der Fernsehsendung, da haben wir auch gewonnen und durften auch 10.000 Euro spenden und haben uns damals für die Stiftung Offroad Kids entschieden und da werden die anderen 1000 Euro hingehen. Das ist die einzige bundesweite Stiftung, die sich für Obdachlose, Jugendliche und Straßenkinder einsetzt und die machen wirklich ganz, ganz tolle Arbeit und bieten so vieles an. Die haben verschiedene Streetworker-Stationen in ganz Deutschland verteilt, haben sogar ein Kinderheim, eine Online-Beratungsstelle, eine Elternberatungsstelle und noch vieles, vieles mehr und die setzen so tolle Projekte um. Das finde ich was ganz, ganz Tolles und ich freue mich, dass ich diese Organisation nochmal unterstützen kann. Auch dazu findet ihr natürlich nochmal einige andere Informationen in der Infobox, beziehungsweise vielleicht packe ich euch einfach die Links da rein, dann könnt ihr euch da selbst auf den Websites mal ein bisschen umschauen und vor allem natürlich auch für die Leute, die wir damit vielleicht jetzt inspirieren konnten und die sagen, hey, davon finde ich eine Sache cool und möchte mich da auch irgendwie beteiligen und etwas dahin spenden, dann schaut, wie gesagt, in der Infobox, da stehen die Links. Das war's mit dem Video. Ich freue mich riesig, dass so eine große Summe zusammengekommen ist, weil wir, wie gesagt, beide nicht damit gerechnet hätten. Und mir hat dieses Video und Projekt wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir noch sehr viel öfter solche Dinge hier auf diesem YouTube-Kanal umsetzen und auch begleiten können. Und jetzt dürft ihr gerne bei Julians Video vorbeischauen. Ich packe euch den Link ganz oben in die Infobox, so wie immer. Wir haben nämlich ein neues... Bitteschön. Wir haben nämlich ein neues Auto bekommen. Und es ist so geil, Leute. Julian zeigt es euch. Julian nimmt euch bei diesem Prozess mit. Und da passieren auch noch ein paar andere Sachen. Also schaut unbedingt vorbei. Ich sag tschö. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.